Herr Oberbürgermeister, Sie werden im neuen Jahr Präsident des Deutschen Städtetages. Welche Bedeutung hat Ihr neues Amt für die Stadt Münster? Ich freue mich, die Erfahrung, die wir hier in der Stadt machen, auch in andere Städte weitergeben zu dürfen, aber andersherum auch die Erfahrung aus anderen Städten in unsere Stadt reinzubringen. Vor allen Dingen auch mich in Berlin und in den jeweiligen Landeshauptstädten für die Rechte der Städte einsetzen zu wollen. Es ist eine große Ehre, ich glaube auch für unsere Stadt. Münster blickt, oder Deutschland blickt im neuen Jahr auch auf Münster im Mai 2018. Welche Erwartungen haben Sie an den Katholikentag in unserer Stadt? Nicht nur den Katholikentag, sondern auch auf das große Ausstellungsformat im Zusammenhang mit dem Europäischen Kulturerbejahr. Der Katholikentag selber ist natürlich eine Riesenchance, dass die vielen Menschen, die sich auch in unserer Stadt engagieren, die sich engagieren für die, denen es vielleicht nicht so gut geht, aber auch die sich politisch engagieren, zusammenkommen mit vielen anderen engagierten Menschen und aus einem christlichen Geist heraus eben auch hier gute Ideen für die Zukunft entwickeln können. Wie beurteilen Sie das Jahr 2017? War es ein gutes Jahr oder war es ein verlorenes Jahr? Ich glaube, es war ein gutes Jahr, weil wir an ganz vielen Stellen die Weichen gestellt haben für die wachsende Stadt. Wenn ich nur mal sehe, die Entwicklung rund um den Hauptbahnhof, die Entwicklung am Hafen, aber eben auch, dass wir jetzt Einigkeit erzielt haben mit dem Bund über den Kauf der Konversionsflächen der Kasernen, auch wenn wir den Vertrag erst im nächsten Jahr unterzeichnet haben. Aber wir sind uns einig über den Kaufpreis und das ist das Entscheidende. Vielen Dank.